Startstelle sind die Pferde für das zweite Rennen der Preisform. Die DVQ 33 für 10. Dahinter die 9. Zalaki jetzt bei 77. 3 Minuten noch bis zum Start. Die Pferde gehen noch auf den Zirkel. Geht hinein. Alle Pferde startklar. Zweites Rennen der Zeit vom Bärental gestartet. An der 1800 Meter Marke. Ja, top gestartet mit Index Waker, mit dabei Tango Lipo und innen Duke of Dunton, der die Führung übernimmt. Das Ziel geht vorbei. Duke of Dunton von Tango Lipo an der Spitze. Starthaus. Kana an der Außenseite mit American Day. Versuchen hier Duke of Dunton zu stellen, der wehrt sich. Duke of Dunton mit Carla, American Day, das Wissen von dir. Die drei recht deutlich vor den Konkurrenten. Carla geht jetzt nach vorne. Carla, die Farbe ist völlig okay. Die löst sich hier. Carla gewinnt von American Day. Lauf die Sau! Mokashina hat das vierte Geld von Tango Libre. Dahinter Sonnei, Sieben, Mokalaki. Die Siegerehrung, zweites Rennen der Preis vom Bärental, ein Ausgleich über 1800 Meter. Es gewinnt eine Stute, die vierjährige Carla, eine Rhodesien-Winner-Tochter, in den Farben des Stalles Auteuil, trainiert von Marion Rotering und geritten von Maxime Pécheur. Wir gratulieren, kleinen Applaus zum Sieg von Carla. Der Präsident von Dortmunder Rennverein, Andreas Riefke, überreicht jetzt die Ehrenpreise. Er ist im Moment ja schwierig.